Aber Roman, wir müssen Roman dahin holen. Roman, aber leider haben wir keine kugelsichere Weste. Ein bisschen schade. Wir bräuchten eine kugelsichere Weste. Hat doch noch keiner fallen lassen, ne? Normalerweise beim Militärschutzpunkt lassen die kugelsichere Westen fallen. Diesmal nicht. Aber Roman, wir müssen mit Roman dahin. Wir könnten auch erstmal das Ganze sein lassen. Erstmal waren. Ne, wir haben jetzt angefangen. Wir wollen es auch zu Ende bringen. So Leute, wir haben drei Betten. Legt euch alle hin. So, müde. Leg dich hin. Du, was mit dir? Sehr hungrig, sehr gut. Dann kannst du das letzte Essen aufbrauchen. Du bist auch sehr hungrig. Kann sie später essen. Soll sie auch mal schlafen legen? Was mit dir? Traurig. So, und du verbesserst nun dein Herd hier. Okay, eingestellt. Wir holen erstmal wieder Bestandsteile. Und wie viele Leute haben jetzt Hunger? Oder sind sehr hungrig? Eine Person, ja? Gut, dann stellen wir jetzt zwei Mahlzeiten her mit Gemüse. Wir brauchen wieder Bestandsteile. Aber 17 Wasser für den Winter ist auf jeden Fall nett. Wie wir sehen, müssen wir unbedingt auch unseren Ofen besser befeuern. Denn zwei Brennstoff reicht mittlerweile nicht mehr aus. Wir haben es 11 Grad in der Butze. Bevor unsere Leute krank werden, legen wir lieber noch was nach. Hungrig, traurig. Guckt ein Essen fertig, auch noch nicht. Dann hören wir erstmal Radio. Und du setzt dich in den Sessel neben den Ofen. Hast du dir verdient, Anwältin. Es wird viel kälter und noch kälter. Klassische Musik. Einige unserer Zuhörer berichten uns, dass das Militär gegenüber Zivilisten Gewalttaten verübt haben soll. Der Pressesprecher des Militärs streitet dies ab. Ja, wir machen auch gerade Rache nehmen. Der Sprecher der Rebellen informierte uns, dass einige Viertel vielleicht für Zivilisten gesperrt werden. Die Regierungstruppen planen einen Ansturm auf die Stadt, um die Kämpfe zu beenden, ehe es zu einem internationalen Eingriff kommt. Okay, also demnächst werden die Straßen gesperrt werden und viele Bereiche der Stadt werden für uns nicht mehr zugänglich sein. Das ist eigentlich eine ziemlich bittere Nachricht, denn normalerweise bedeutet das, wir sollten auf jeden Fall nochmal alles plündern, was wir liegen lassen haben, welches nicht mehr bewohnt ist. Das spricht nun die Scharfschützenkreuzung und die bombardierte Schule. Das sind nun zwei Orte, da hat man noch ziemlich wertvolle Sachen liegen lassen, also wie jetzt Baumaterial und so weiter. Wir brauchen jetzt wieder Bestandsteile. Wir können uns merken, Bestandsteile hatten wir in der bombardierten Schule noch, zwar nicht mehr ganz so viel, aber ich glaube auch nicht, dass noch viele Bestandsteile in der Scharfschützenkreuzung lagen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, aber ich glaube, wir haben das meiste schon mitgenommen. Dennoch würde ich sagen, dass die Scharfschützenkreuzung, glaube ich, das eheste ist, wo wir hingehen. Denn wir waren da schon einmal 40 Bestandsteile von der bombardierten Schule holen. Und ich weiß, da war noch eine Menge Holz. So. Wasser nochmal nachkippen hier. Nochmal Filter nochmal neu reinlegen. Und wenn wir nochmal zur Militärstation gehen, dann nur mit Roman. Er muss da rumballern. Aber toll, wir hatten eine schusssichere Weste und einen Helm. Denn wenn die gegenfeuern, ist Mist. So, was wollte ich herstellen? Ich wollte irgendwas herstellen. Da brauchte ich was für. Ja, genau, den Herd. Kann ich jetzt aber nicht mehr machen. Wir hatten eine Person, die sehr hungrig ist. Das war Arisa. Lassen wir sie das essen. Wir können mal schauen, ob es noch was Neues in der Bio gibt. Aktuell noch nicht. Aber alle sind so traurig. So, Arisa, dann machen wir hier die Leute ein bisschen aufmuntern, wenn du Gitarre spielst. 2 Uhr, ich glaube nicht, dass das noch wer kommt heute. Achten wir doch, dass wir ein bisschen wärmer halten hier. Es wäre auch eine Überlegung wert, ob wir demnächst mal mit einer Axt mal losziehen und noch ein paar Schränke auseinandernehmen, um noch ein bisschen Brennstoff und Holz zu sammeln. Also es wird auf jeden Fall im Winter sehr, sehr wichtig werden, dass wir auch eine Menge Brennstoff haben. Aber ich glaube, 5 Brennstoff reicht für die Nacht und den Tag. Müsste reichen. Ich gebe mich nochmal kurz aus. Deshalb kontrolliere ich das vorher. Ja. So, wenn immer den Tag. 20 Grad in der Butze, das ist in Ordnung. So, noch sind die ganzen Teile nicht gesperrt. Das heißt, sie sollten sich überlegen, Scharfschützenkreuzung, da haben wir noch Teile liegen lassen. Und in der bombardierten Schule haben wir auch noch Teile liegen lassen. Ich würde sagen, wir gehen ein allerletztes Mal. Und danach etwas, hier steht es ja auch, etwas Materialien. Und gegen etwas Lebensmittel.
ist noch mehr zu holen. Aber wir brauchen wirklich viel Bestandsteile. Ich bin der Meinung, hier liegt mehr als nur das, was hier gezeigt wird. Man hat hier auch oben so eine prozentuale Ansicht. 86% haben wir da abgeschlossen. Ja, wenn wir jetzt zum Supermarkt gehen, haben wir auch 94% abgeschlossen. Halt die Sachen, die halt wirklich wichtig waren, die haben wir halt mitgenommen. So. Also am meisten scheint es hier noch in einer bombardierten Schule zu geben. Da würde ich sagen, gehen wir dahin. Dann verzichten wir auf die Scharfschützenkreuzung. Wir nehmen mit Arisa mit ihren tollen 10 Taschenplätzen. Und ja. Er steht Wache, alle anderen schlafen. Keiner darf mit Roman irgendwie wach bleiben. Und ab zur bombardierten Schule, wir nehmen nichts mit und vorrangig sorgen wir für Bestandsteile. Bestandsteile wäre jetzt extrem wichtig. So, rennen wir erstmal durch und bringen alles nach vorne. Ja, wir haben ja, ich erinnere mich an so einen Ort hier vorne, da waren noch eine Menge Teile. Der war irgendwie hier vorne, hier. Ich glaube, hier waren noch eine Menge Teile. Genau. Also mehr Holz als Bestandsteile, aber hey, ne? Bevor wir die ganzen Sachen nicht mehr besuchen können, weil ich glaube, nach diesem Punkt, nachdem die Straßen gesperrt werden oder nachdem der Winter so eine Schneestürme verursacht, dass man gewisse Teile der Stadt nicht mehr begehen kann, ich glaube, ab spätestens da beginnt es, dass Teile verloren gehen oder dass Sachen geklaut werden. Die man zurückgelassen hat. Die Geräusche, die wir hören, sind wirklich nur Ratten. Brauchen wir keine Angst haben. Aber noch einen kurzen, schweifenden Blick, ob wir alles haben. Sieht aber ganz gut aus. Irani84, ich grüße dich. Willkommen im Channel. Und moin moin, sagt der Norden. So, ja, wir haben auch eine Menge Holz hier gelassen. Wichtig wäre für uns einfach nur Bestandteile, aber leider reichen die nicht aus. Aber wir haben die Hoffnung, dass Franco morgen kommt. Ja, also nehmen wir nur das mit, was wir eingesammelt haben. Beziehungsweise, ja, sind jetzt hier 9 Teile. Egal, nehmen wir das mit. Und wir hoffen mal, dass wir dann die nächsten Tage hier noch hergehen können. Weil hier gibt es auch noch einige Sachen, die wir zerdeppern können. Mit der Axt, um noch ein bisschen an Holz und Brennstoff zu kommen für den Winter. Weil jetzt demnächst wird es kalt. Aber zumindest sind diese harten Plünderbanden weg. Okay, ich sag am besten nicht zu früh, nachher ist sie gleich dick angegriffen worden. Nee, wir hatten eine ruhige Nacht. Ich glaube nämlich, die Kriminalität wurde ein bisschen eingedämmt aktuell. So, Roman war wütend und hat sich gestritten. Es war nicht leicht, ihn zu beruhigen. Ja, aber es war auch nur, weil wir eine ruhige Nacht haben. Ja, da hängt er den ganzen Tag hängt er da. Alter, wann kommen die? Ich hau die alle zusammen, ich mach die alle tot. Ich töte alle, ja? Und dann kommt keiner. Dann kommt keiner und ja, muss man ihn beruhigen, ne? Alter, wann kommen die? Wo bleiben die? Ah, ich bin bereit. Irani84, ich muss sagen, ich sehe jetzt auch zum allerersten Mal diese Karte, ja? Und auch 2 Standorte kannte ich noch gar nicht. Ich muss sagen, 2 Standorte kannte ich noch gar nicht. Diese geplünderte Tankstelle als auch die Altstadt. Vor allen Dingen in der Altstadt waren wir auch noch gar nicht, da will ich auch nochmal hin. Diese beiden Gegenden kenne ich noch gar nicht. Aber nee, es gab kein Update von The Swarf of Mine, sondern es ist tatsächlich so, dass man erst durch ganz viel Durchspielen überhaupt erst alle Orte sieht oder andere Karten bekommt. So, stellen wir das auch nochmal her hier. Super, hier können wir einsammeln. Und wir können hier unser letztes Essen benutzen. Aber ich glaube, es reicht noch nicht aus, dass wir unseren Herd verbessern können. Wir bräuchten viel mehr Bestandteile. Also wir hoffen einfach mal, dass Franco heute kommt. Drücken wir da auch nochmal ein Fleisch rein. So, ist was. So, die anderen, der Rest soll sich doch bitte hinlegen. Du bist doch eh wach, richtig? Ja, aber auch sehr hungrig. Wir haben jetzt auch kein Gemüse. Wird das Gemüse fertig? Ja, es wird heute fertig, Leute. Das Gemüse wird heute fertig. Aber wir können noch nicht upgraden, richtig? Ja, wir brauchen noch 4 Bestandsteile. Also betet mal, Leute, dass der Franco noch kommt. Dann kriegen wir es zumindest hin, dass wir den Herd verbessern und dann Essen kochen. Oh, eure Gebete wurden erhört. Ich danke euch, Leute, dass ihr mitgebetet habt. Los, komm her, Alter. Gib mir die Bestandsteile. Wir brauchen Bestandsteile. Wir müssen basteln. Bei Stephen King, ich muss graben. Ja, wir haben eine Menge Sachen, die wir eintauschen können. Also richtig viele sogar.
Munition brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber das Brennstoff könnte ich gebrauchen und auch die ganzen Teile, die er hat. Also das Holz nehme ich auf jeden Fall mit. Hier, du kriegst eine Bandage von mir. Und das Holz nehmen wir. Jetzt noch eine Bandage. Ich möchte haben deine ganzen Bestandsteile. Ein bisschen graben. Hast du noch Wasser oder so? Nee, nix. Nix, was billig ist, was man noch zunehmen könnte. Machen wir das nochmal. Zahnräder kann man auch nehmen, um Sachen zu verbessern. Noch ein Zuckerwürfel? Ne, okay. Hast du noch irgendwas, was dich interessiert? Kippen und so weiter werden wir später selbst herstellen. Obwohl, wir könnten einmal dafür sorgen. Zifferanor 38, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ja? Schlaf gut. Ich würde fast sagen, wir könnten sogar einmal Kippen organisieren. Ja, es sind 18 Kippen genau und 9 verbrauchen wir am Tag. 9 verbrauchen wir am Tag, also für 2 Tage könnten wir glatt unsere Leute mal durchrauchen lassen. Ja, gucken, was es kostet. Hier, wir haben viel zu viel Medizin. Holen wir uns mal die Zigaretten. Was können wir noch gebrauchen? Den Rest können wir hier nochmal auffüllen. Passt ja doch fast, oder? Brennstoff vielleicht. Sonst noch was? Diamanten oder so? Ja, nicht. Und dann war es das auch schon. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Mit deiner Hilfe werden wir jetzt hier unseren Herd verbessern. Und dann können wir nochmal ordentlich kochen hier. Dann können wir nochmal ordentlich kochen. So, hier ist auch gleich fertig. Emilia ist schon Startler, macht schon hier Ready, Set, Go-Position. Gleiches Gemüse fertig, Leute. Grad, schön mollig im Winter, ja? Oder halt Anfang des Winters. Doch, also in Ordnung. So, Bruno, jetzt koch mal was fleißig was. Wir müssen noch warten. Wir müssen noch warten, bis das Gemüse fertig ist. So, die Leute, die müde sind und nicht sehr hungrig, können sich schon mal hinlegen. Die ist eh fertig. Gut, dann stell dich schon mal hier hin. Ready, set, go! Ja, der Ofen ist schon, der ist schon verbessert, der ist hier. Aber es kann sein, dass wir noch einen zweiten bauen müssen. Also einen, den wir nicht upgraden müssen, wenn der Winter wirklich ziemlich hart wird. Wenn der Winter sehr hart wird, müssen wir noch einen zweiten bauen. Aber keinen verbesserten. Wunderbar, sammeln wir ein. Und jetzt kann Bruno sich freuen. Er kann mich ordentlich loslegen. Jetzt kann er ordentlich Essen kochen. So, wir werden noch das ganze Wasser verbrauchen. Wir werden das herstellen. Mist. Okay, Leute, es fehlt wieder an Brennholz. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Brennholz bauen. Haben wir nur Holz dafür? 37 Holz. Dann würde ich sagen, stellen wir jetzt mal 17 mal Brennholz her. Ich möchte so viel Essen wie nur möglich herstellen. Emilia will hungern anstatt essen. Ja, wir haben ja schon die lustigsten Gerüchte gehört hier. Und Emilia ist zu nichts Nutze. Und normalerweise müssten wir sie schlachten. Zumindest will das da Connor so haben. Schlachten wir doch einfach Emilia. Für nichts zu gebrauchen. Wenn du fertig bist, setz dich doch bitte hin. Ich könnte nochmal Radio hören, Leute. Hören wir nochmal Radio. Bis hier alles fertig ist. Brennholz braucht noch ein bisschen. Mal gucken, ob wir noch einen Filter haben für unsere Auffangbecken. Es wird viel kälter. Schneefälle werden berichtet. Klassische Musik. Einige unserer Zuhörer berichten. Haben wir auch schon gehört. So, die Truppen der Rebellen und der Regierung liefern sich brutale Gefechte in der gesamten Stadt. Einige Gebiete sind komplett abgeschnitten, während andere Schauplatz schwerer Gefechte sind. Okay, jetzt mittlerweile ist es soweit. Wir wissen nicht mehr, was jetzt noch genau besuchen können und was nicht. Sollte aber der Militärstützpunkt dabei sein, an den Orten, die wir besuchen können, dann werden wir zum Militärstützpunkt weitergehen. Mit Roman. Und dann werden wir da mal ordentlich aufräumen. So. Ja. Du kannst Gitarre spielen. Und Bruno hängt ja auch, Alter, wie lange dauert denn das? Kann aber nicht so lange dauern, Brennstoff herzustellen. Okay. Können wir schon mal was herstellen. So, 7, ja, es würde genau passen. 14 mal Gerichte, Leute. Das heißt, da kommen wir lange, lange von essen. 14 mal essen. Zum Glück wird das nicht schlecht. Also, die haben hier eine Menge Konservierungsstoffe, die Kollegen hier. Haben wir noch einen Filter? Müssten wir auch jetzt wieder herstellen. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Bestandsteile dafür.
Oder wir bauen noch was anderes. Wir könnten noch gucken, ob wir das verbessern können. Ich bräuchte dafür Zahnräder. Vielleicht sogar E-Teile. E-Teile fehlt uns noch. An E-Teilen fehlt es uns noch. Die Situation ist schon schwierig genug, selbst wenn Roman nicht alles hinterfragt. Also auf keinen Fall jemanden zusammen mit Roman arbeiten lassen. Der haut alles kurz und klein. Ja, ich möchte noch ein bisschen Wasser herstellen für den Winter, denn noch ist es kein Winter. Also noch kriegen wir es vielleicht einmal hin, einmal Wasser zu schöpfen. Stellen wir mal zwei her. Sind wir nicht so geizig. Achten noch ein bisschen auf die Temperaturen. Noch geht's. Hier. Guck mal her. Mach schnell noch einen Filter rein, wenn du es auch hinkriegst. Aber ich glaube, es braucht eine halbe Stunde, glaube ich, oder eine Stunde, den Filter zu montieren. Gucken, ob das noch klappt. Dann läuft das wenigstens in der Nacht noch. Das haben wir auch. Setz dich hin. Nee, pack noch einmal Brennstoff rein. Sicher ist sicher. So, und wir nehmen Roman diesmal mit. Wir haben aber leider keine schutzsichere Weste. Okay, hat sich erledigt. Militärstützpunkt ist für uns nicht mehr verfügbar, genau wie die Scharfschützenkreuzungen, wo wir zuletzt gewesen sind. Die zerstörte Villa, das Doppelhaus, Baustelle, Supermarkt, überall dort können wir nicht mehr hingehen. Die Altstadt ist für mich eine neue Gegend, die habe ich noch niemals gesehen. Ich weiß also nicht, was mich dort erwartet. Das Bordell. Das Bordell ist sehr gefährlich. Gibt auch eine Menge Sachen dort abzugreifen. Das Reisebüro, da ist momentan bei uns so ein Händler drin, der auch gerne tauschen würde. Ich glaube, da laufen mindestens drei Leute rum. Einer macht das Dach bewachen und einer läuft Patrouille und der andere ist in sein Büro. Das Stadtkrankenhaus. Da würde ich, glaube ich, hingehen wollen, wenn irgendwer von uns schwer verletzt ist. Ruhiges Haus, ein Zivilisten drin, das wollen wir nicht. Zivilisten wollen wir hier nichts wehtun. Das Lagerhaus ist auch ein sehr feines Gebiet. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen und die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar andere nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht! Eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. So, ist die Frage, würden wir das hinbekommen, mit Arisa dort aufzuräumen? Eine gute Frage. Also Bordell, Militärstützpunkt und das Lagerhaus. Ich glaube, das wird hier unsere Hauptanlaufpunkte sein, wenn wir Gewalttaten verüben. Ihr könnt noch mal in die Altstadt gehen, da war ich noch nicht. Die Altstadt war früher ein Schmelztiegel der Kulturen und ihrer individuellen Mischung, habe ich schon ein paar Mal vorgelesen, aber hier war ich noch nicht. Es könnte riskant sein, wird auch gesagt, weil es auch ein gefährlicher Platz geworden ist, aber ich sehe, hier steht nirgendwo Gefahr. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Es war auch einer der Orte, die wir zuerst besuchen konnten. Würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal da um. Ich würde sagen, diesmal nehmen wir Emilia mit. Denn da wäre es mir egal, wenn sie stirbt, weil ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Arisa darf zum ersten Mal, zum allerersten Mal. Wie viele Tage haben wir jetzt hier? Ich gerade nicht, aber Arisa darf gerade zum ersten Mal schlafen. So. Roman steht Wache und du. Oh, er ist sogar sehr hungrig gewesen, wusste ich gar nicht. Bruno war sehr hungrig. Dann geben wir morgen zwei Mahlzeiten. Er ist da fleißig am Essen kochen und alle anderen essen was, aber er. Er isst nichts. Ja, alles wie in dem Bett schlafen. Roman steht Wache und wir besuchen mal die Altstadt. Da wir sie noch besuchen können, ist es eine der Orte, die habe ich noch niemals gesehen. Und ja, gucken wir uns mal da um. So, ich weiß nicht, was ich mitnehme. Am besten nehme ich erstmal gar nichts mit. Ich könnte zur Not mal eine Brechstange mitnehmen. Zur Not, ja, nehmen wir mal eine Brechstange mit. Nicht, dass ich da nicht reinkomme, weil ich eine Brechstange brauche oder so. So. Es sieht so aus, als ob jemand dieses Haus befestigt hat. Aber nun scheint es leer zu stehen. So, Leute, ganz ehrlich, kennt ihr dieses riesige Gebäude, Altstadt? Ja? Ich war hier noch nie. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Für mich also komplett neu. 22 Tage. Erstes Mal geht überhaupt die Anwältin los. Hier haben wir Ratten. Okay. Ratten sind okay. Was ist das? Eine versteckte Tür und frische Schuhabdrücke deuten darauf hin, dass einige Leute dieses Gebäude als Zuflucht verwendet haben, bevor es von einer Granate getroffen wurde. Könnte das hier unsere Shelter sein? Ist das vielleicht die erste Shelter?
Bin mir gerade unsicher, wie die Nummer aussah, aber könnte das hier die erste Shelter sein? Also der erste Unterschlupf? Na okay, jetzt brennt's hier. Aber vielleicht, ne? Weil wir sind ja momentan in einer zweiten Shelter drin. Und komischerweise kann man sich da hinsetzen. Kann man sich verstecken? Also geht man davon aus, vielleicht lebt noch wer hier. Aber ich bin der Meinung, Leute, das könnte hier fast glatt die erste Shelter sein, mit der man das Spiel quasi beginnt. So, hier haben wir E-Teile, die brauchen wir. Die Zahnräder wären jetzt nicht ganz so wichtig. Lassen wir das mal hier. Bin ich ganz froh, dass ich die Brechstange mitgenommen habe. So, ich habe ein bisschen Angst, ob hier unten jemand ist oder ob es auch Ratten sind. Ich weiß es nicht. Das hier. Ein nicht abgeschickter Brief. Liebe Mutter, wir alle leben unter großer Anspannung, aber es scheint so, als ob Robert es nicht mehr verkraftet. Sein Verstand zerbricht unter dem Druck. Er wird gewalttätig. Heute war er zu Tatjana sehr grob und das nur, weil sie ein Glas Wasser mehr getrunken hat, als ihr Zustand. Ich befürchte, dass der Krieg ihn noch stärker verändern wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich noch auf ihn verlassen kann. Wir werden versuchen, die Stadt zu verlassen. Ich habe bereits einige Vorbereitungen getroffen. In Liebe, Nadja. Also anscheinend war halt auch hier so eine Art Unterschlupf, wie wir auch besitzen. Allerdings nicht ganz so erfolgreich wie wir, da hier eine Bombe eingeschlagen hat. So, hier hätten wir jetzt Bestandsteile. Ist momentan, glaube ich, auch nicht das, was... Doch. Nee, brauchen wir momentan mittlerweile nicht mehr. Nehmen wir erstmal nur das Wichtigste mit. Hier bräuchte ich eine Schaufel, aber wir können das auch... Ein Panzer sogar hier. Räumen wir das mal weg, wir haben noch genug Zeit. Heute schlägst du dich aber lange, Marco. Tati, wie meinst du denn das? Heute schlage ich mich lange. Du meinst hier mit dem Spiel? 22 Nächte? Ich muss sagen, es geht recht langsam voran. Also ich bin der Meinung, dass ich es damals... Da gab es nicht so viel zu tun, glaube ich. Aber ich glaube, es liegt auch im Schwierigkeitsgrad aktuell. Ich glaube, wurde hier mit der Truppe ordentlich angezogen. Das erste Spiel, was ich hier schon durchgespielt habe, das war ja auch im ersten Unterschlupf, in der ersten Shelter. Und... Das war, glaube ich, deutlich leichter als diesmal. Diesmal hatten wir richtig eine richtig fiese Kriminalitätswelle. Also 8 Schuss pro Nacht ist heftig. Und wir haben auch noch keinen Toten. Obwohl wir schon richtig, richtig fiese, riskante Sachen unternommen haben. Ich finde es auch gerade ganz cool, dass ich hier neue Gebiete sehe. Ich muss sagen, ist ja auch mal wieder erfrischend, ja. Wenn man schon quasi fast alles gesehen hat, dann freut man sich auch mal über neue Gebiete wie das hier. Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was mir erwartet. Aber es scheint, lehnen nur Ratten hier. Aber vielleicht finden wir noch ein paar mehr Notizen über den Verbleib, was aus denen geworden ist. Bin ich froh, dass ich Emilia genommen habe. Hier ist ein Scharfschütze draußen. Wie fies ist denn das, Leute? Hier ist ein Scharfschütze. Hier liegt doch eine Leiche. Das schaffe ich doch niemals wieder rein. Jetzt liegen lassen sollen, glaube ich. Aber wir können doch rennen, das ist gut. Sniper, steht auch hier, Sniper. Jetzt sind wir schwer verletzt, Leute. Wollen wir die sterben lassen? Scharfschütze wollte ich schreiben. Ja, Leute, wisst ihr was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Aber nehmt's mir nicht krumm. Ja? Nehmt's mir nicht krumm. Wir gehen hier nochmal her. Können wir nochmal versuchen, dass wir hier... Naja, ich habe mir nicht viel gedacht. Ich habe gedacht, das ist hier gleich um die Ecke. Und nicht sonderlich schlimm. Ich werde schon nicht erschossen werden, wenn ich hier plündere. Okay, also sie geht auch wirklich nach vorne. Warten wir hier mal. Ist das was Wichtiges? Ist auch das erste Mal, dass die was positionieren. Das hat mich erschrocken. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt... Daniel.
Ja, das macht halt auch die Stimmung senken, wenn sie stirbt. Aber andersrum, ich muss sagen, sie war wirklich wertlos. Ja, ich bin auch ganz froh. Typische Anwältin, keine Ahnung von nichts. Ja, also, ne, sie konnte wirklich gar nichts, aber ich muss sagen, sie hat mir jetzt in dem Fall geholfen. Denn ich wusste nicht, dass man dort stirbt. Sie hat die Sachen noch retten können, die sie dort eingesammelt hat. Allerdings glaube ich nicht, dass man die Sache, die dort liegt, einsammeln kann. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, das ist wirklich nur einfach nur eine Todesfalle. Haben sie gut gemacht, finde ich. Also ich muss sagen, ich hab mich einfach erschrecken, hä? Weil mir ging noch im Kopf rum die Information, dass man liegen gelassene Munition und Gewehrteile nicht anfassen soll. Aufgrund, weil man das lieber dem Militär melden soll, damit die das überprüfen können. Weil das könnte ja mit einer Falle verletzt sein. Und ich dachte erst, nicht, dass da ein Sniper auf mich schießt, sondern dass genau das der Fall gewesen ist, als wenn da irgendwas lag auf dem Boden, was explosiv ist, ja. Aber dann wurde ich halt mehrmals getroffen. Dann habe ich auch gedacht, hö, es geht nie ab. Aber da steht ja auch Sniper, ne? So kann das kommen, Leute. Jetzt haben wir unsere erste Tote nach 23 Tagen. Wir wurden ausgeplündert. Es war eine furchtbare Nacht. Wir haben nicht gut schlafen können, weil Arisa die ganze Nacht geschlurzt hat. Warum hat sie geschlurzt? Du weißt doch noch gar nicht, dass Emilia tot ist. Emilia wurde auf der Suche nach Vorräten getötet und wir mussten wieder 8 Schuss Munition verbrauchen. So, die Arme, sie war so eine Bereicherung für alle. Ja, ich muss sagen, für mich hatte sie jetzt einen Sinn gehabt, aber ich verstehe nicht, warum jetzt alle quasi in der Nacht traurig wurden. Geht's so? Mittlerweile müssen wir mit den Leuten reden. Oh mein Gott, Bruno ist deprimiert. Roman ist nur traurig, also den können wir noch nutzen, aber wir müssen erstmal jetzt mit ihnen irgendwie reden hier. Die Leute, die müde sind, legt euch bitte mal hin. Du? Oh mein Gott. Soll ich hier zwei Deprimierte miteinander reden lassen? Schlecht geschlafen? Na gut, versuchen wir es mal. Wenn zwei Depris sich zusammentun, vielleicht bildet sich ja da was. Ja, das klappt schon. Ich bin auch guter Hoffnung, Banjulf, dass noch jemand kommt. Vielleicht auch jemand mit ein bisschen mehr Taschenplätzen. Das wäre so toll und so genial. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ich Marco oder Boris bekommen würde. Aber ich muss sagen, die Emilia, das ging gar nicht. Ich finde es so dumm, dass. Warum muss. Von allen Leuten. Okay, ich sag nichts, ja. Sveta und Anton will ich auch nicht in meinem Team haben, bin ich auch ganz ehrlich. Sveta und Anton will ich auch nicht im Team haben. Der gute Mathematiker und die gute Kindergärtnerin oder was da ist, ja. Oder die Direktorin kann gut mit Kindern. Nee. In einem Spiel, wo es keine Kinder gibt, braucht man sowas nicht. Aber das wäre auch mal so ein Challenge-Run, ja? Quasi den härtesten Run überhaupt machen, also dann auf eigenes Spiel stellen, eigene Geschichte erstellen und damit Sveta und Anton mit den härtesten Einstellungen versuchen, das Spiel zu schaffen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Was wir auch mal hätten machen können, ist, wir hätten neues Gemüse reindrücken können. Da ist jemand an der Tür. Hey, ich brauche Hilfe! Bitte machen Sie auf! Ja, wir reden gerade hier, Leute. Wir sind gerade höchst deprimiert. Ich muss kurz warten. Bis hier einer von beiden fertig ist. Ist davon einer von beiden nicht müde? Ja, wunderbar. Dann können wir. Die haben beide schlecht geschlafen. Das heißt, die haben gewusst, dass jemand stirbt. Und deswegen haben beide schlecht geschlafen. So. Traurig? Sie ist noch deprimiert. Okay, mit ihm muss man nochmal reden. Aber erstmal würde ich sagen, nehmen wir hier. Er ist sehr hungrig, ne? Das ist was. Warte, warte, Roman, ich brauch dich. Rede mal hier mit Arisa. Das geht so nicht. Wir brauchen die. Die darf hier uns nicht geistig abstürzen. So, was willst du hier an der Tür? Ich bin es wieder. Es tut mir leid, wenn ich störe, aber ich habe furchtbare Angst. Okay, wieder, dass die Frau, die ihr Mann zum Militär verloren hat, die also da eingezogen worden ist und die ganz alleine ist, und bei dem wir auch jetzt die Fenster zugenagelt haben. Was will sie denn jetzt? Ich bin es wieder. Gestern sah ich, wie eine Bande von zwielichtig aussehenden Typen mein Haus beobachtet hat. Ich habe solche Angst. Sie können versuchen, uns auszurauben oder noch schlimmer. Ich habe eine Tochter im Teenageralter. Können Sie uns bitte für eine Nacht oder zwei beschützen? Sie können die Jagdfinte von meinem Mann benutzen. So, wir fassen zusammen. Wir haben noch 3 Leute. So, 2 davon sind depressiv, beziehungsweise nur noch eine aktuell. Wir wollen mit. Wir hatten Emily. Emilia, meine ich. Emilia wollen wir plündern, die ist gestorben. So, wir sind jetzt gerade mit Bruno an der Tür. Essen müssen wir erstmal nicht mehr herstellen. Also wenn, dann muss Bruno hingehen. Lassen wir Bruno hingehen. Dann kriegt Bruno auch nicht von Roman aufs Maul. Ist schon mal nicht schlecht.
So, lass mal die beiden noch zu Ende reden. Gucken uns unsere Fallnummer an, alles noch gut. Wie es aussieht, können wir sogar noch mal auch einmal einen Filter reindrücken. Wir müssen noch weitermachen, Roman. Die Kippe ist genau das, was ich brauche. Du hast eine Kippe, ja? Ah doch, ich habe Kippen geholt. Konsumierte Zigaretten pro Tag 6. Stimmt. Da jetzt Bruno auch aus dem Haus ist, verbrauchen sie nur 6 Zigaretten anstatt 9. Ja, zum Glück haben sie Zigaretten. Ich glaube, das könnte uns hier den Arsch retten, dass sie gerade jetzt momentan Zigaretten haben. Wenn sie jetzt aber deprimiert bleibt, Leute, ja, dann werde ich Alisa schön einen Schluck geben hier. Nee, hat schon geklappt, die ist nur noch traurig. Hat schon geklappt, wunderbar. Von deprimiert in traurig. So, ist jetzt schlecht geschlafen. Kannst du denn nochmal schlafen, wenn du schlecht geschlafen hast? So, ihnen geht eher ist cool. Wahrscheinlich müssen wir dann auch mit ihnen losziehen. Hören wir nochmal Radio? Okay, dann würde ich sagen, soll sie wissen, Gitarre spielen. Wird kälter, viel kälter, hatten wir schon. Musik. Einige unserer Zuhörer berichten über das Militär, hatten wir auch. Truppenrebellen, mit der Regierung, hatten wir auch. Okay. Haben wir alles schon gehört? Arisa, spiel Gitarre, heiter mal die Mannschaft auf und dich selbst auch. Und ja, wir werden nochmal Wasser nachfüllen. Also Wasser, einen Filter reindrücken, damit wir Wasser sammeln können. So, und dann legen wir noch ein bisschen Feuerholz nach. So, haben wir. Ja, auch nochmal. Viermal müsste reichen. Schon 6 Uhr. Wir könnten nochmal hier gucken, ob wir nochmal Gemüse nochmal nachlegen können. Ja. Müssen wir auf Fleisch warten. Ich möchte nicht unbedingt Gemüse verwenden, um daraus 4 Karotten herzustellen. Da will ich das Gemüse behalten. Oder andersrum. Scheiß drauf, oder? So, wieder eine Menge Wasser, ja. Geht das schnell, ist die Frage. 0,3 Stunden. Machen wir das. Gemüse machen wir jetzt zu Dünger. Dann stellen wir nochmal viermal Gemüse her. Was soll's? Bastian Gamer 01, ich grüße dich. Willkommen im Channel. Willkommen in dem Channel. 24 mollige Grad. Das ist in Ordnung. So, dann werden wir nochmal die Altstadt besuchen und wir merken uns diesmal, das ist ein Sniper. Ja. Emilia hat's erwischt. Leider, leider, leider. Das haben wir jetzt so nicht gewollt. Aber dafür haben wir jetzt ein hungriges Mäulein weniger zu füttern.